Ja, hallo meine lieben Freunde, und es geht weiter mit Let's Play DayZ und ich bin hier gerade lecker am Essen. Ja, und ich habe gerade meine Würmer nachgeladen. Jetzt habe ich wieder 5 Schüsse in der Würmer. Da kommt ganz sicher jetzt gleich ein Zombie. So, und ich behalte jetzt erstmal die Crispy Chips. Ich guck mal nach, ob das nicht doch ein Zombie war oder ein anderer Spieler. Aber ja. ich kann da niemanden erkennen. Ich bin mir sicher, okay, der war irgendwie so grau. Ich gehe wieder auf die Straße, ne? Ja, ich bin gerade wieder in dem Haus, wo du warst. Ah, ich sehe dich. Ich muss mal eben an den Straßenschild gucken. Du musst mich jetzt decken. Warte, ich komme. Ich bin da. Verstehe ich nicht. Mal sehen, der Straße ist nichts. Da vorne, sind warte. Sind wir irgendwie rückwärts gelaufen? Oh, Junge. Hier geht's wieder in die Stadt, von wo wir gerade kamen. Ja? Ja. Das macht keinen Sinn. Ja, weil man geradeaus weitergeht. Wir laufen ja in die entgegengesetzte Richtung. Nee, ich stehe doch gerade vor dem Schild, siehst du doch. Ja, dieses Kakano. Ja. Das ist ja geradeaus. Wir laufen. Von da kommen wir ja. Wir laufen ja in die andere Richtung. Ja, normalerweise müsste die nächste Stadt Novi Sobor sein. Ja, das Schild zeigt aber die Richtung in dieser Richtung an. Wir brauchen ein Schild, das die Richtung in diese Richtung da anzeigt. Ach, wir sind aber nicht von da hinten gekommen. Doch, hier ist ja die Kirche. Rechts von dir. Oh. Mein Gott, ne. Leck mich. Warum hast du so einen miesen Orientierungssinn? Da ist übrigens dieser... Vielleicht, weil alles grau ist, du Lappen. Siehst du dieses weiße Teil da oben? Da ist der Zombie. Warte mal, ich mach den mit dem Revolver kalt. Junge, von der hast du weniger Muni, ich würd's nicht machen. Warum rennt der bitte schon nach rechts? Kein Plan. Guck nach, ob da ein Spieler ist. Warte, ich lad nach mit dem Revolver. Ich sehe da keinen Spieler. Hast du jetzt nur auf R drücken müssen? Hä? Nein, ich musste ja die Munition reinlegen, da ich ja keinen weiteren Snaploader habe. Speedloader. Ja, du hast aber immer noch denselben. Hinter dir läuft ein Zombie. Wow, Junge. Nein, das ist ein Spieler. Ich bin ohnmächtig. Der ist tot. Der Spieler ist tot. Oder beleg mich schnell wieder, Junge. Du hast doch ein Defi. Warte, ich muss sicher gehen, dass der tot ist. Schieß nochmal auf ihn. Los. Ich habe dreimal auf den geballert. Los, Alter. Beleg mich schnell wieder, bevor ich sterbe. Ich komme. Ich blute stark. Warte. Ich dachte, das wäre ein Zombie, verdammt. Beeil dich bitte. Defi? Ich kann deine Sachen aus dir rausnehmen. Nimm den in die Hand. Hab ich. Ey, jetzt. Steht bei dir, you are dead? Nein. Ich kann dir den Defi nicht geben. Ich kann dich nur looten. Herr Junge, dann... Das muss doch gehen. Du hast doch einen scheiß Defi. Wenn du ohnmächtig wirst, dann wachst du möglicherweise gleich wieder auf. Warte, geh mal auf Turn On. Du musst... Im Inventar kannst du auch auf Turn On gehen. Oh. Okay, Turn On. Ich kann dich immer noch nur looten. Hey, das kann doch nicht sein. Ich bin doch nur ohnmächtig. Turn On. Scheiße, ich brauch sicher Batterien für den. Ich kann den nicht anmachen. Guck, ob der Typ vielleicht was dabei hat. Beeil dich. Mach ich. Scheiße, ich bin am Looten, glaube ich. Junge, der Typ an der M4. Boah, lass mich aufwachen. Komm schon, Junge, wie viel Sachen hat der dabei? Komm schon, da muss... Ich dachte, das wäre ein Zombie, dann war es doch ein Spieler gewesen, verdammte Scheiße, den du da gesehen hattest. Fuck, der hat keine Batterien dabei. Scheiße, ich kann dir nicht helfen. Junge... Komm schon, du schaffst das. Verdammt, ich dachte, das wäre ein Zombie. Der sah aus wie ein Zombie in Army-Kleidung. Junge, du schaffst das. Steh auf. Komm, steh auf. Vielleicht war das ja auch der, den ich gesehen habe. Ja, das war 100 Pro, den du gesehen hast. Ich sag ja, der Zombie ist auch auf irgendeinen anderen losgerannt, nicht auf dich.
Kind. Du schaffst das, Junge. Steh auf, los. Alter. Kannst du mich vielleicht irgendwann bandagieren oder irgendwie sowas? Ich glaub nicht, nein. Ich guck mal. Dann nimm dir Sachen mit, die der Typ hat. Mach ich. Soll ich die M4 mitnehmen? Musst du wissen. Ich weiß nicht, aber der hat für die M4 einen vollen Aufsatz. So ein Optikteil, so ein Teil und Magazin hat er für die. Aber geil, dass du den wenigstens getötet hast. Ja, ich nehme mir die M4 mit. Das Arschloch, ey. Ein Wichser, Alter. Ich bin immer noch ohnmächtig. Komm, wach auf, Junge. Ach komm, Kind, das schaffst du. Verdammte Scheiße. Wach auf. Oh, hammergeil sieht die M4 aus. Wach auf. Komm schon. Nimm mir meinetwegen meine Munition. Mach ich. Der hatte aber auch noch viel Munition dabei. Aber nimm dir aber erstmal nichts, solange ich nicht tot bin. Hä? Ich kann plötzlich nichts mehr aus dir rauslooten. Ah doch, jetzt. Ja, ich nehme jetzt deine Munition. Vielleicht ich kannst du mich mit dem Defi wiederbeleben, wenn du nicht auf dieses Loot-Zeichen drückst, sondern außerhalb davon. Sondern irgendwie auf meine Beine zielst oder so, und dann nicht dieses Loot-Zeichen kommt. Ja, aber dann müsste dann ja eigentlich den benutzen. Und ich kann den nicht anmachen, ich brauche ja Batterien. Wie es aussieht. Na Scheiße, Alter. Wach auf, bewege ich mich? Nein. Ich bin aber nur ohnmächtig. Steht bei dir nur, du bist ohnmächtig? Ja. You are unconscious, oder wie das heißt. Unconscious, ja. Ich nehme die Munition für die M4 mit von dir, ja? Ja, mach. Alter, ich dachte, das wäre ein Zombie, sonst hätte ich mich schon früher umgedreht. Ich war vor dem am Wegrennen, weil ich dachte, das wäre ein Zombie. Drecksscheiße, kleiner Hurensohn. Was ein Wichser. Naja, so ist das normal. Fuck. Komm schon, Junge, du schaffst das. Ich habe jetzt gar nichts mehr. Bist du aufgewacht? Nein. Oder, Alter, du musst das schaffen. Ja, und dann sehe ich wahrscheinlich alles so grau wie hier und je. Egal, aber dann hast du es wenigstens geschafft und lebst und musst dich, Alter. Ja, kaum, ich war ja sowieso schon verwundet. Da steht gleich bestimmt jeden Moment, you are dead. Fuck. Vor allem mitten in der Walachei am Arsch der Welt, Alter. Du kannst jetzt nicht einfach mal eben zurückkommen. Ja. Bis wir uns wiederfinden, das würde Ewigkeiten dauern. Du könntest natürlich versuchen, zurück nach Elektro zu laufen. Das wäre der ganze Weg wieder zurück. Wenigstens hat er ordentlich was zu essen dabei. Fuck, die Munition jetzt auch ruiniert. Hast du gehört? Ja. Mann, Alter, warum ziehen die immer als allererstes immer auf mich? Keine Ahnung. Was für Wichser einfach nur alle. Kommt davon, wenn man so ein Arschloch ist und andere Leute einfach abknallt und die sagen, I'm friendly. Aber wer weiß, nachher hätten wir den laufen lassen und hätte er uns hinter uns abgeknallt. Junge, Alter, der lädt die ganze Zeit nach. Ich guck mal nach, ob ich von dir noch was mitnehmen kann. Verdammte Scheiße einfach. Oh Junge, entweder steh jetzt auf, ich war dead, jetzt mach mal hinne hier. Ich bin noch ohnmächtig. Naja, das war eine M4, der hat auch schon was in dich reingeballert. Warte, ich guck mal nach, ob ich dich bandagieren kann. Das guckst du erst jetzt nach. Egal, mach es. Warte, ich nehme die Bandagen. Nein, Junge, nicht dich selber. Nicht dich selber. It's been your hands. Ja, Junge, nimm es doch in deine Hände. Ja, ich glaube, ich kann nicht bandagieren. Mach you start to bandage, Dave. Wenn es jetzt klappt, Junge, dann mussten wir nur warten, bis du aufwachst. Knüppel so viele Bandagen rein, wie es geht. Ich habe auch noch welche. Warte. Ich muss gucken, ob... Ja, ich hab dich erfolgreich bandagiert. Du blutest nicht mehr. Gut.
Ich bandage dich am besten noch. Ich bandage dich am besten nochmal. Haben wir irgendwie was zu essen oder so geben? Das klappt nicht, ne? Nein. Das musst du selber essen, leider. Okay, und ich bandage dich am besten nochmal. Um nochmal auf Nummer sicher zu gehen. Ah, ich hab kein Bandage. Ich hab die Bandage nicht mehr, okay. Oh, aber Junge, du müsstest dann jetzt gleich aufwachen. Hoffentlich. Alter, was eine Scheiße. Also ich habe jetzt eine M4. Hammer. Hast du deine Mosin weggelegt? Ja. Ich habe jetzt die M4 mit endgeiler Endfühl-Munition. Ich glaube, wenn ich aufstehe, nehme ich, wenn ich schaffe aufzustehen, nehme ich deine. Mach. Das wäre besser, ja. Okay, und dann lass mich ab da dann immer vorgehen. Hammer, was die M4 alles für Aufsätze hat. Scheiße, Junge, du musst das schaffen. Junge, nein, du sollst nicht nachladen. Warum will der die ganze Zeit, dass der dir nachlädt? Mein Gott. Junge, da steht immer noch ohnmächtig. Junge, das braucht sicher nur ein bisschen. Du schaffst das. Ein bisschen, ich liege jetzt hier schon fast seit 10 Minuten rum. Du schaffst das. Ich wusste, irgendwann würde es passieren. Ich hätte mir lieber ein Elektro oder so gewünscht, nicht am Arsch der Welt. Ich mach mal so lange dann. Ich wusste diese scheiß Stadt, Alter. Da war, glaube ich, bei Saraza auch irgendein Typ. Ich mach mal so lange deine Dosen auf. Leck mich. Was? Für dich? Ich hab die wieder reingelegt. Ich habe den Can-Opener. So. Oh, du hast hübsche Schuhe. Toll, wahrscheinlich sind meine ganzen Sachen gleich sowieso badly damaged. Die Magnum ist auf jeden Fall ruiniert. Toll. Ich guck mal eben nach. Die Munition ist in Ordnung. Deine SKLS ist immer noch pristine. Junge, toll, ich könnte heulen. Das ganze Essen ist auch noch in Ordnung. Ja, aber die Magnum nicht mehr. Egal, da kann ich dir dann eigentlich meine geben. Ja. Verdammte Scheiße, Alter. Junge, wie der Kai da auf dem Boden liegt. Hammer. Ich dreh mich um. Also, du sagst, also, da ist ein Zombie. Ich will mich umdrehen, um den abzuknallen. Ich seh da so, dass es ein anderer Spieler ist und der ballert auf dich. Dann schieß ich einmal auf den. Der fliegt auf den Boden, bewegt sich aber noch ein bisschen. Dann schieß ich zweimal auf den drauf, lauf zu dem hin, schieß dem nochmal in den Körper. Wenigstens ist der Sack mitgestorben, ey. Ja, Mann. Und der hat auch noch eine Gasmaske mit. Oh, Junge, wenn du jetzt aufwachst, ne, dann kriegst du auch endgeile Sachen. Aber irgendwie ist das auch krass. Dann müssen wir beide alleine durch die Welt laufen, ey. Das ist auch hart. Das ist mega hart, Junge. Aber auch irgendwie voll geil. Boah, Alter, ich hab grad gedacht, du würdest abgeknallt werden. Deine Schüsse hören sich manchmal. Dein Husten hört sich manchmal an wie ein Schuss. Junge, jetzt lädt er schon wieder die M4 nach. Das kommt davon, wenn man so viel Munition für die hat. Ich glaube. Ey! Schade, ich glaube, der hatte ein Magazin für die normale Knarre. Junge, echt? Ja. Ist jetzt ja auch egal. Junge. Hat der Typ vielleicht irgendwie einen Revolver dabei oder sowas? Nee, leider nicht. Der hat nur die M4. Und eine Feuerfighter-Axt. Shotgun-Shells, Junge, was nimmt der Wichser alles mit? Toll, die ganze Munition ist ruiniert. Junge, sein ganzer, alles was in seinem Rucksack drin ist, ist ruiniert. Sein ganzer Rucksack ist ruiniert. Alter, voll der Scheiß. Mein Bruder hat mir gerade geschrieben, dass heute oder gestern Nacht eine Boeing 777, das ist ein ziemlich großes Flugzeug von Malaysia Airlines, über Meer abgestürzt ist. Wow, okay. Na, ich nehme mal seine Schuhe mit. T-Shirt beigeln, hey. Krass. Ja, Boeing 777 from Malaysia Airlines has been missing between Malaysia and Vietnam for about 12 hours. Flight MH370 took from Kuala Lumpur at 16:41 and disappeared from bla bla bla. Mal gucken. Wie du so währenddessen einfach mal in seinem Handy so nachguckst, auf deinem Handy nachguckst. Junge, bewegt man und sich langsam. Und der Timer geht, meine lieben Freunde. Und wie es weitergeht, ob ich sterben werde oder ob ich noch aufwache, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Sure.